Sie haben vor, Ihr Haus zu modernisieren. Unsere Energieberater unterstützen Sie bei Ihrem individuellen Modernisierungskonzept. Unter Berücksichtigung von möglichen Fördergeldern und gesetzlichen Vorschriften finden wir die beste Lösung. Wir beraten Sie beim Heizungstausch, bei Dämmung von Dach und Fassade sowie bei der Erneuerung Ihrer Fenster. Vereinbaren Sie am besten gleich einen kostenlosen Termin zur Erstberatung. ESTV – Videos aus der Region. Zum Neujahrsempfang lud die Stadt Esslingen seine Bürgerinnen und Bürger in das Neckarforum. Und gut 600 Besucher kamen, um den Worten von Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger zuzuhören. Der Oberbürgermeister sprach unter anderem über die Unterbringung der Flüchtlinge und dem damit verbundenen bürgerschaftlichen Engagement, der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und dem Flächennutzungsplan, aber auch über das Verhältnis zwischen Städtetag und der Landesregierung, welches noch nie so unterkühlt gewesen sei. Für das Rahmenprogramm sorgte auch in diesem Jahr die Württembergische Landesbühne mit Ausschnitten aus den aktuellen Produktionen Dr. Faustus und This is my song Part 2, ehe im Foyer zu einem Empfang geladen wurde, und dort haben wir die Gelegenheit genutzt und gefragt, was sich die Bürgerinnen und Bürger für 2017 wünschen. Ich wünsche mir, dass es nicht so schlecht kommt, wie es mit der Wahl von Trump den Anschein haben könnte, also politisch gesehen. Und persönlich wünsche ich mir Gesundheit und dass ich die Ziele, die ich mir gesteckt habe, nämlich eine wichtige Arbeit abzuschließen, dieses Jahr auch erreiche. Erstens wünsche ich mir natürlich weiterhin eine ordentliche Gesundheit als Voraussetzung, meinen Aufgaben als Oberbürgermeister auch gerecht werden zu können. Dazu brauche ich auch eine ordentliche Fitness. Und privat wünsche ich mir, dass bei all dem, was so an Zeit und Energie in die Aufgabe des Amtes hineinfließt, genügend Zeit für meine Frau und für unsere Kinder auch bleibt und dass ich auch Mensch bleiben kann in diesem Amt. Also ich möchte mich sehr gerne unserem Oberbürgermeister anschließen und wünsche mir vor allem mehr Gelassenheit. Ich glaube, das tut der Gesellschaft gut. Und auch wieder mehr Vertrauen, Vertrauen wirklich in unsere Demokratie und dass wir einfach, ja, nicht so sehr einfachen Antworten folgen, weil komplexe Fragen und Herausforderungen haben in den seltensten Fällen leichte oder einfache Antworten. Ne? Wir brauchen da nochmal andere Lösungen. Also fällt mir nur ein Wort ein, Frieden. Das ist ja etwas, was einen auch als Privatmensch übers Fernseher, übers Radio eigentlich jeden Abend erreicht, was auf der Welt los ist. Früher war das vielleicht anders, da hat man es ein paar Tage später gelesen. Heute ist man eigentlich dabei, sitzt auf der Couch und deswegen für mich persönlich wäre Frieden also das Thema, was ich mir wünsche, dass es auf der Welt, in Europa sowieso, aber auf der Welt einkehren würde. Ja, natürlich eine erfolgreiche Kampagne, viele interessante Tänze und Aufführungen und natürlich viel karnevalistischen Spaß. Und neben dem Karneval, was gibt es für große Wünsche im Herzen? Also ich wünsche mir im Herzen, dass wir alle die ganze Kraft haben und viel Kraft haben, einfach um tatkräftig zu arbeiten, um alle Ziele, die wir haben, umzusetzen und da einfach erfolgreich zu sein. Ich wünsche, dass es sich schön gestaltet, dass wir friedlichere Zeiten haben, dass es uns allen gut geht, wir das viele Krisen bewältigen, sagen wir mal so, und viel Gesundheit und Glück für alle. Ich wünsche mir, dass das Jahr 2017 nicht schlechter wird als das Jahr 2016. Mit diesem Jahr war ich ganz zufrieden und habe eigentlich gar keine großen Erwartungen oder Wünsche, sondern wünsche mir einfach nur, dass es so weitergeht. Also Gesundheit und dass ich am Ende des Jahres eigentlich zufrieden zurückblicken kann. Und dazu braucht es bei mir nicht viel. Da ist in der Familie das alles stimmt. Ich habe einen sehr alten Vater mit 92 Jahren, dass dem gut geht, meiner Frau und den anderen Familienangehörigen. Und wenn das alles erfüllt ist, dann blicke ich privat zufrieden auf das Jahr 2017. So bewegt wie die Welt zurzeit ist, war sie ja noch nie. Und ich wünsche mir, dass es nicht so schlimm ausgeht, wie es am Anfang des Jahres ausschaut. Ganz egal, ob man jetzt weltweit schaut oder nur in Deutschland schaut.
mit voller Überzeugung und Bewusstsein Gesundheit. Weil ich habe jetzt mal gesehen, wie das ist, wenn man Gesundheit nicht hat. Ich habe jahrelang, war das selbstverständlich, habe Sport getrieben, war fit, habe wahrscheinlich vielleicht auch zu viel gemacht. Und dann habe ich die letzten Monate, bin ich ins Nachdenken gekommen und habe erkannt, Gesundheit ist das Wichtigste. Gesundheit und Frieden. Keine Anschläge, wird nicht so sein, aber wünsche ich mir. Und Glück, Ausbildungsplatz für meine Tochter und Spaß, Liebe. Als Finanzbürgermeister wünsche ich natürlich der Stadt gute Steuereinnahmen, dass es uns finanziell gut geht, dass wir uns all das leisten können, was wir in Esslingen aufgebaut haben. Das ist so mein größter Wunsch und so global gesehen natürlich, dass es friedlich bleibt bei uns, dass es uns in Deutschland weiter so gut geht. Das sind so meine Wünsche, eher etwas weiter gefasst. Zuerst mal Frieden. Ich weiß, dass es ein sehr frommer Wunsch ist, aber man kann es nicht oft genug wünschen. Wenn ich so die Weltsituation betrachte, wird es mir schon ein bisschen schummrig für dieses Jahr. All diesen Wünschen können wir uns natürlich nur anschließen und wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr 2017. ESTV, Videos aus der Region.